Ende des 13. Jahrhunderts wurde ein Buch geschrieben, das die Geschichte der Menschheit verändern sollte. Demnach war sein Autor der weitgereisteste Mensch der damaligen Welt. Darin steht: Kaiser, Könige, Fürsten, Ritter und Bürger, ihr alle, die ihr wissbegierig seid, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dieses Buch, denn hier werdet ihr all die großen Wunder und Merkwürdigkeiten finden über Persien, das Land der Tataren, Indien und über viele andere Länder. Zusammengetragen von Marco Polo, edler Bürger von Venedig, der all dies mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Bis heute diskutieren Gelehrte über Marco Polos Berichte zu dieser großen Reise, die er mit seinem Vater und seinem Onkel unternahm. Hat dieser edle Bürger von Venedig es wirklich bis nach China und zurück geschafft? Verbrachte er Jahrzehnte im Reich des großen mongolischen Herrschers und Kaisers Kublai Khan? Zwei Bürger von Queens, New York, wollten das jetzt herausfinden. Zwei ganz normale Typen, die etwas Außergewöhnliches vorhaben. Zwei Jahre in besonderer Mission, alles zurücklassend, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Einfach dadurch. Bing, bing, bing. Hier lang. Ihre Namen: Denis Beliveau und Francis O'Donnell. Sie sind keine Wissenschaftler, auch keine Historiker, weder Museumsleute noch Studenten. Es gibt keine Aussicht auf Ruhm und bezahlt werden sie auch nicht dafür. Ihr großes Abenteuer beginnt Anfang der 90er Jahre, mit Anfang 30. Denis war ein Hochzeitsfotograf und Francis ein Veteran der US Marines. Sie haben ein paar Sponsoren, darunter auch Firmen, die ihnen Kameras, Filme und eine Videoausrüstung stellen, die heute schon lange überholt ist. Aber vor allem sind sie alleine, einfach zwei Kerle, die diese Tour ihrer Leidenschaft wegen machen. Kunst, Geschichte, Kultur. Und sie lieben das Abenteuer. Sie werden versuchen, was zuvor noch niemand getan hat: Marco Polos gesamte Route nachzureisen. Etwa 40.000 Kilometer nach China und zurück. Durch verbotene Bergregionen, einsame Wüsten, wundersame Städte und gefährliche Kriegsgebiete. Ihr einziger Führer ist Marco Polos Reisebericht. Und sie haben sich noch ein paar eigene, simple Regeln gesetzt. Jeden Ort, der zu Marco Polos Beschreibungen passt, werden sie auch dokumentieren. Sie reisen nur zu Land und zu Wasser. Fliegen war Polo unbekannt und scheidet aus. Und egal was passiert, sie kehren nicht um. Wir gaben uns das Ehrenwort. Egal was passiert, nur unter zwei Bedingungen kehren wir in die Vereinigten Staaten zurück. Tot oder erfolgreich. März 1993. Marco Polos Startpunkt in Venedig ist natürlich auch der Anfang ihrer Reise. Hier liegt der erste Meilenstein ihrer Unternehmung, das Archiv der Stadtbücherei. Marco Polos letzter Wille und Testament ist das einzige uns bekannte Dokument, das er wirklich in Händen hatte. Er hat dieses Papier tatsächlich berührt. Für uns war das wie der Heilige Gral. Wir wollten es berühren, es sehen. Sie wiegelten uns ab, echt niederschmetternd. Als wir die Treppen der Bücherei runterstiegen, sagten wir uns: In zwei Jahren reichen sie uns Marco Polos letzten Willen auf dem Silbertablett. Eben noch Cappuccinos und jetzt sind wir echt aufgedreht. 6 Uhr morgens, es geht los. Marco Polo! Das moderne Israel, das Heilige Land, die erste Station von Marco Polos Route. Auf seiner Reise hat Marco Polo heiliges Öl aus der Grabeskirche genommen. Den Überlieferungen nach das Grab Christi.
Dennis und Francis nehmen ebenfalls dieses Öl mit. An einem orthodoxen Ostersonntag. Was für ein Bild. Der Patriarch von Jerusalem kommt aus dem Gewölbe und hält die Kerzen im Gedränge. Das noch sehr lebendige Heilige Land beflügelt ihre Fantasie. Diese Inspiration begleitet sie auf dem Weg Richtung Anatolien, in die heutige Türkei. Wir versuchten, uns auf das 13. Jahrhundert einzustellen. Gab es eine Telefonleitung, haben wir versucht, sie auszublenden. Wenn ein Auto vorbeifuhr, beachteten wir es nicht. Andere Touristen, Fremde nahmen wir nicht wahr. Wir wollten versuchen, die ganze Reise so zu gestalten, als ob wir in Marco Polos Welt leben würden. Zum Beispiel, als wir in Ayas ankamen. Jetzt ist es nur ein kleines Fischerdorf, aber als wir dort standen, kam es uns vor wie der Hafen von New York zu jener Zeit. Die europäischen Schiffe kamen wohl wegen all der Waren aus Asien und um die Karawanen hier abzusetzen. Es war damals bestimmt ein sehr geschäftiger Hafen. Die Reise verläuft locker. Zwei Typen auf ihrem Trip, nur dass dieser Trip auf der berühmten Seidenstraße stattfindet. Sie besuchen Karawansereien, eine Art mittelalterliche Hotels entlang der Route, in denen Marco Polo sicherlich auch Rast gemacht hat. Hier konnten die Händler übernachten, während ihre Packtiere sicher untergebracht waren. Wir begannen einen Brauch, den wir die ganze Reise über beibehielten. Wir versuchten, in die örtliche Presse zu kommen. Sie berichtet in deren Sprache. Das machte ich offiziell. So waren wir nicht nur Touristen. Leute sprachen uns auf der Straße an. Hey, Marco Polo, Jungs, Marco Polo! Es öffnete uns Türen. Das nächste Land auf Marco Polos Pfad nannte sich zu seiner Zeit Persien. Das heutige Iran. Ohne diplomatische Beziehungen zwischen dem Iran und den USA war das Land praktisch dicht für Amerikaner. Aber Dennis und Francis haben vorausgeplant. Noch vor ihrer Abreise erklärten sie dem iranischen UN-Botschafter in New York, ihr Trip sei nur historisch und nicht politisch motiviert. Er war sehr freundlich und angetan von unserer Idee. Eure Visa werden auf euch in Ankara warten, sagte er. Und wir glaubten ihm das. In Ankara gingen wir dann in die iranische Botschaft, wo man uns sagte, wir haben nie was von euch gehört, Jungs. Jeden Tag gingen wir zur iranischen Botschaft. Und dann schließlich, nach 6 nervenden Wochen, in denen wir dort festsaßen, sagten sie, nein. Es war katastrophal. Schluss, aus, das Projekt am Ende. Wir hätten einpacken können und heimreisen. In einem billigen Hotel in Ankara, nur 3 Monate nach dem Beginn der Reise, in denen sie nur 3 Länder gesehen hatten, werden Dennis und Francis mit der Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert. Inspiriert von der Art, wie Marco Polo seine Geschichte erzählt hatte, ändern sie ihren Plan. Keine starre Reiseroute mehr. Polos Bericht ist mehr eine Beschreibung der Welt. Marco Polo beschrieb, wie sein Vater und sein Onkel die Stadt Buchara im heutigen Usbekistan besuchten. Dennis und Francis würden nun diesen Weg nehmen. Später würden sie auf Biegen und Brechen herausfinden, wie sie in den Iran kommen, auf ihrem Rückweg. Wir kamen schließlich an diese Visa und haben Georgien und Aserbaidschan durchkreuzt. Dann schafften wir es nach Turkmenistan und Zentralasien. Es war einfach unglaublich, da waren keine anderen Ausländer. Wo seid ihr her? Sie waren sehr interessiert an uns. Und speziell in Buchara dokumentierten wir Dinge, die schon dort standen, als Marco Polo da war. Seine Blüte erlebte Buchara unter dem Militärführer Tamerlan. Die meiste Architektur stammt aus dieser Zeit. Natürlich immer noch spektakulär, diese persischen, blau gefliesten Kuppeln. Eine wirklich zauberhafte, wunderschöne Stadt auf der Seidenstraße. In Usbekistan verlangt das Regime für jede Stadt ein anderes Visum. Pflichtbewusst haben sie sich für die Grenzstadt Termiz ein Visum besorgt. Von dort, so dachten sie, kämen sie einfach über die Freundschaftsbrücke nach Afghanistan. Wir wollten die Brücke passieren und die usbekischen Grenzposten sagten, ihr habt kein Visum für die Brücke. Und wir so, was? Wir haben Visa für Termiz.
Unsere Visa laufen bald ab, lasst uns bitte gehen. Sie machten es uns echt schwer. Jeden Tag fragt uns ein Typ vom FSB, das ist der ehemalige KGB, warum seid ihr hier, was macht ihr, warum wollt ihr nach Afghanistan, wer seid ihr zwei? Und irgendwann war dann unser Visum für Termis zu Ende. Als wir dem KGB-Typ wieder gegenüberstanden, sagten wir, unsere Visa für dein Land sind abgelaufen. Wir passieren die Brücke nach Afghanistan. Wir sind Amerikaner. Was willst du? Uns erschießen? Willst du einen internationalen Vorfall oder was? Und auf einmal tat er so, oh, aber diese Gebühr, die müsst ihr bezahlen. Ihr habt diese Gebühr vergessen, wenn ihr die noch zahlt. Ich glaube, das war irgendwie ein Hunderter. Ich gab ihm $100, er uns den Stempel und wir erreichten Afghanistan. Aus der ehemaligen Sowjetunion kommend, mit gepflasterten Straßen, Elektrizität, Autos, war Afghanistan jetzt wirklich wie eine Rückkehr ins 13. Jahrhundert. Überall gab es Essensstände mit gegrilltem Lamm. Wir haben echt darüber gescherzt. Wir haben alle Stücke gegessen, die man sich vorstellen kann. Lamm, Augäpfel, Lamm, Hirn, Lamm, Schwanz, Lamm, Innereien, alles, was man am Lamm essen kann, aßen wir monatelang. Aber je tiefer sie in die Vergangenheit eintauchen, desto schwieriger wird es, die Gegenwart rauszuhalten. 1993 war der Krieg zwischen Afghanistan und Russland vorbei und die Taliban übernahmen die Kontrolle. Bewaffnete Mujahideen regierten das Land. Wir liefen die Straße hinunter, mitten in Masai-e-Sharif. Da war ein großer Auflauf an Soldaten und Mujahideen. Es war verrückt, beängstigend, unsere Herzen rasten. Francis und Dennis hatten einen Plan ausgeheckt, um sicher durchs Land zu kommen. Inspiriert von Marco Polos Bericht. Vor 700 Jahren genoss der Venetier auf seinem genauso gefährlichen Weg den bestmöglichen Schutz. Einen einflussreichen Patron. Polo berichtete, dass Kublai Khan den Reisenden eine goldene Tafel zur Verfügung stellte. Auf ihr stand geschrieben, dass ihnen allen Unterkünfte gegeben werden sollen, auch Pferde, um sie von einem Land ins nächste zu bringen. Unsere Reisenden haben keinen Kaiser, der sie schützt, aber sie haben Kontakte. Sie erhalten ein Empfehlungsschreiben vom Gefährten eines örtlichen afghanischen Kriegsherrn und einige Bodyguards. Als wir auf dem Weg zur historischen Stadt Balk waren, hörten wir nur, da war eine Schießerei ganz in der Nähe. Wir konnten es hören. Wir bogen vorne ab, ich saß auf dem Vordersitz, Francis auf dem Rücksitz und plötzlich im Augenwinkel 5-6 Meter entfernt taucht ein Kind aus dem Schatten auf. Bam! Mit seiner AK zielt er direkt auf mich und ich sagte zu mir, das war's. Da war ein anderer Typ mit einer 60mm Waffe. Direkt hier und er zeigte irgendwie so auf mich und Francis. Ich hatte eine Schachtel Zigaretten in meiner Tasche, hier. Ich sah, wie er auf die Zigaretten schaute und ich sah ihn an. Unsere Blicke trafen sich und ich so und er so. Und das Maschinengewehr sank und ich konnte es rauchen, kaum abwarten. Ich sagte, hier. Er zitterte nicht, aber ich gab ihm Feuer und ich dachte, okay, er wird mich jetzt nicht erschießen. Endlich erkennt ihr Anführer, dass Dennis, Francis und ihre Bodyguards keine Bedrohung darstellen. Sie sind nicht von der Sorte, die sie angreifen werden. Die Soldaten gehören zur Gruppe der Hazara, vermeintliche Nachfahren der mittelalterlichen Mongolenarmee. Diese hatten auch Marco Polo und seinen Begleitern 700 Jahre zuvor aufgelauert. Polo berichtet, dass alle, außer sieben, aus seiner Gruppe gefangen genommen wurden. Der Rest sei verkauft und einige getötet worden. Dennis und Francis schaffen es wohlbehalten in die Stadt Balk. Wir tauchten ein ins 13. Jahrhundert, lasen in Marco Polos Buch über Balk und schauten der Sonne beim Untergehen zu. Die Abenteurer ziehen nach Osten,
und kommen in das enge, gefährliche Tal im äußersten Osten von Afghanistan. Eine vergessene Route nach China. Selten, eigentlich fast nie von Westlern genutzt. Der Wakhan-Korridor. Der Wakhan-Korridor war einer dieser wirklich ursprünglichen Orte, wo wir wussten, wir sind unterwegs auf den Spuren von Marco Polo. Denn der einzige Weg durch dieses Gebirge ist zu Pferd oder per Esel. Marco Polo sagte, diese Ebene im heutigen Pamir erstreckt sich 12 Reisetage weit. Und in all den 12 Tagen findet sich keine Behausung oder Unterstand. Der Reisende muss selbst Proviant mitnehmen. Das Wakhan-Gebirge beginnt rund 2700 Meter über Meeresspiegel und steigt bis über 7600 Meter an. Bis zum sogenannten Bam Idunya, dem Dach der Welt. Auf ihrem beschwerlichen Wüstenweg treffen die beiden Globetrotter immer wieder auf Wegmarkierungen. Genau wie Polo sie beschrieben hatte. Es sind die Hörner eines beeindruckenden Tieres. Die des bedrohten Marco Polo-Schafes. Diese Markierungen weisen schließlich den Weg aus der Wakhan und in Richtung eines weiteren Landes, das auch in einen Bürgerkrieg verwickelt war. Jetzt ist es keine Sowjetrepublik mehr, Tadschikistan. Das Letzte, auf was die Grenzwächter warten, sind 2 abgerissene Amerikaner. Wir kamen da an, zogen behutsam unsere Pässe raus. Amerikanski, Amerikanski. Und der Typ sagte was? Er kam rüber zu uns und sagte sowas wie, keine Ausländer haben je diese Grenze überschritten. Wo kommt ihr Jungs her? Wer seid ihr? Wie seid ihr an die Visa gekommen? Diese Visa waren nicht gefälscht. Dennis und Francis waren drin. Unsere Wäsche, echt primitiv, Baby. Wilde Toilette. Amerika, wie glücklich du bist. Kein Wunder, dass wir den Kalten Krieg gewonnen haben. Nichts geht hier. Typisch russischer Lichtschalter. Sie haben nichts in den Läden, du kannst nichts kaufen. In der Türkei gab es wenigstens zu essen an jeder Ecke. Pepsi, Coke, Kebabs und hier nichts. Nicht mal einen Tee, kannst du dir das vorstellen? Willst du unser Mittagessen verraten? Wir hatten rohe Schafzunge. Das war alles, was wir finden konnten. Kurz nachdem sie Tadschikistan erreicht haben, wollen die beiden auch schon weiter. Die Frage war nur, wie? Es gibt viele Fahrzeuge, nur kein Benzin oder Diesel. Bis wir schließlich einen Laster fanden. Eine moderne Karte würde zeigen, dass wir die Grenze nach China überschritten hatten. Aber wir fühlten uns noch immer wie in Zentralasien. Unser erster Stopp war Kaschgar. Kaschgar ist eine Oase an der Seidenstraße im Westen Chinas. Marco Polo nannte es Uiguristan, das Land der Uiguren. Heute sind die Uiguren eine Minderheit in China. Einige von ihnen streben noch immer nach ihrer Unabhängigkeit. Marco Polo beschreibt Kaschgar so. Die Bewohner leben von Handel und Industrie. Hier ist der Startpunkt, wo viele Händler ihre Ware ausstellen, um sie in die ganze Welt zu bringen. Und so wie es Reisende zu Polos Zeiten taten, so bereiten sich auch Dennis und Francis auf ihre nächste Reiseetappe vor. Zu Francis' neuem Look gehört der wärmste Mantel, den er finden kann. Denn die beiden machen sich bereit für eine riesige, extrem kalte Wüste, die Taklamakan. Tatsächlich ist sie die zweitgrößte Sandwüste auf der Erde. Der Name Taklamakan meint im Grunde, du gehst rein, aber nicht mehr raus. Und sie wollen nicht nur die Taklamakan durchqueren. Sie wollen es auch auf dieselbe Weise wie Marco Polo und seine Begleiter tun. Teilweise jedenfalls. Wir sind auf Pferden durch Afghanistan geritten. Es war echt ganz nett auf dem Rücken eines Kamels nach diesen Ponyritten. Denn die Ponys waren so den ganzen Tag. Und die Kamele waren mehr so. Marco Polo berichtet über die Taklamakan. Wenn ein Mann nachts durch diese Wüste reitet,
hört er Geister sprechen. Ihre Stimmen lassen ihn vom Weg abkommen, sodass er nie mehr rausfindet. Über 300 Tage, mehr als 6400 Kilometer, weiter durch die Wüste. Und weiter mit dem Bus. Und hier ein Wortgefecht mit chinesischen Sicherheitsbeamten. Plötzlich fragten die uns nach unseren Pässen und wir sagten nein. Und der Typ sagte in etwa, raus aus dem Bus, und wir, nein. Und wir wussten, jetzt wird's echt ernst, sie wollten Geld. Sie sagten, ihr müsst zahlen, ihr seid Fremde, ihr müsst zahlen, ihr müsst zahlen. Wir wollten natürlich nichts zahlen, wir sagten Mayo. Denn mit als erstes lernst du in China das Wort Mayo, wenn du ein Fremder bist. Also eigentlich meint Mayo nicht nein, es meint, es ist unmöglich. Denn die Chinesen sind sehr ambivalent in ihrer Sprache. Etwa Yao Bu Yao, willst du oder willst du nicht? Hao Bu Hao, bist du gut oder nicht gut? So gibt's immer eine Option. Und so war unsere Option Mayo. Pässe, Mayo. Aus dem Bus, Mayo. Und das war, naja, sie konnten nicht glauben, dass ihnen jemand widersprach. Denn die Uiguren würden das nie wagen. Sie würden in einem chinesischen Gefängnis für den Rest ihres Lebens landen. Und sie fingen an, nach mir zu fassen. Da stand Francis auf und ein Sponsor, ehemals Präsident von Sikorsky Aircraft, hatte uns Briefe mitgegeben mit richtigem Briefkopf und in Chinesisch, gerichtet an alle Gouverneure unseres Reisegebietes. Zusätzlich zu den Briefen haben sie ein Foto ihres Sponsors mit chinesischen Offiziellen, die Dennis und Francis nicht kennen. Francis zeigt es den Polizeibeamten. Dann ein kühner Bluff. Sie zeigten auf unseren Sponsor und er sagte, das ist mein Vater, das ist Deng Xiaopings Sohn. Wie heißt du? Und ich nahm einen Stift und begann, die Dienstmarkennummer des Chinesen aufzuschreiben. Sie verließen fluchtartig den Bus. Und die Uiguren waren aufgebracht. Sie klopften uns auf die Schultern und plötzlich, wie verwandelt, sie waren vorher schon freundlich zu uns, aber jetzt? Als ob wir Superstars wären, um den Chinesen zu trotzen. Sie liebten das. Nach dem Zwischenfall im Bus mussten die beiden anschließend noch durch militärisches Sperrgebiet, bis sie endlich ihr nächstes Ziel erreichten. Dünhuang. Wir verlassen das muslimische Gebiet, um nach Zentralchina zu gelangen. Wir sind auf der südlichen Seidenstraße unterwegs. Nicht weit von hier führten die Chinesen ihre Nukleartests durch. Mit der Hilfe von Uigurenführern und einem Jeep bleiben Dennis und Francis unentdeckt. Wenn wir erwischt worden wären, hätten wir trotz amerikanischen Druckmitteln vielleicht erst in ein paar Jahren wieder Tageslicht gesehen. Im besten Fall würden sie uns nur aus dem Land vertreiben. China. Der größte Meilenstein bis jetzt. Das ist der Grund für ihre Reise, für die Risiken, die sie auf sich genommen haben, warum sie schneidende Kälte und wilde Kämpfe überstehen wollen und sich an jeder Ecke mit Behörden rumschlugen. In der Stadt Dünhuang gibt es Luxus, als wäre es für den Großkhan selbst. Essen, herrlich, nach all den Entbehrungen der Wüste. Marco Polo hat die Welt verändert mit seinem Bericht über ein Land, das Europäern nahezu unbekannt war. Er leitete eine nie dagewesene Ära wechselseitiger Beziehungen ein. Nun wollen Dennis und Francis ihre Suche nach Hinweisen intensivieren und beweisen, dass er recht hatte. Marco Polo schrieb einst, dass sich unter den Chinesen weise Philosophen befänden und Mediziner mit einem umfangreichen Wissen über die Natur. Es gibt viel Angenehmes für Dennis und Francis in China, aber auch Schwierigkeiten. Besonders in der Stadt, die Marco Polo als Kanbuluk bekannt war und die heute Peking heißt. Marco Polo schlug sein Lager in Peking für 17 Jahre auf und trat in die Dienste des mongolischen Großkhans und Kaisers. Aber Dennis und Francis fühlen sich überhaupt nicht wie zu Hause. Im Jahr 1994 war China weniger weltoffen als heute. Nur wenige Reisende aus dem Westen besuchten das Land. Es war ein sehr schwieriger Teil der Reise. Wir hatten das Problem, dass wir schon ein Jahr unterwegs und müde waren. Wir froren und hatten Heimweh. Wir hatten eine harte Zeit. China ist kein einfacher Ort. Dieser Umstand macht es, glaube ich, aber umso schöner und reizender. Einfach viel wertvoller. Denn manchmal, wenn etwas leicht geht, glaubst du, es ist selbstverständlich. Ist etwas jedoch schwierig, bringt es dir Erfahrungen, die so viel schöner und wertvoller sind. Ein Besuch in der Provinz Gansu beschert dann den vielleicht wertvollsten Moment der China-Reise. Ein entscheidender Beweis, dass Marco Polo hier an diesem Ort war.
Marco Polo spricht über diesen liegenden Buddha in Zhangye, eines der wenigen Kunstwerke, die er in seinem Buch beschreibt. Als er damals dort stand, müsste er schon 300 oder 400 Jahre alt gewesen sein. Guck mal, ein Foto von mir. Ich in der Mongolei. Die Mongolen waren in China, als er da war. Tatsächlich schreibt er mehr über das Leben der Mongolen als der Chinesen. Wir fühlten, es war wichtig, raus in die Steppe und in die Mongolei zu ziehen. Und landeten, boom, wieder im 13. Jahrhundert. Polo schrieb über die Mongolen. Sie haben runde, mit Fellen bedeckte Behausungen, die sie auf Wagen mitnehmen, wo auch immer sie hinziehen. Die mongolischen Familien laden die Reisenden in ihren Alltag ein. Diese Bilder und Klänge wären Marco Polo bestimmt vertraut gewesen. Sie schlachteten ihre Schafe exakt so, wie Marco Polo es beschrieben hatte. Sie würden ein Schaf packen, es auf den Rücken drehen, einen Schnitt in die Brust machen. Das Schaf würde etwas zucken und dann sterben. Aber das Blut würde in die Brusthülle laufen. Dann würden sie es öffnen, die Organe und alles rausholen und all das Blut auffangen für Blutwurst aus den Innereien. Jedes noch so kleine essbare Teil würde verwertet. Marco Polo war das auch aufgefallen, diese perfekte Verwertung. Wir sahen förmlich Zeile für Zeile aus seinem Buch. Marco Polo sagt über die mongolischen Kämpfer, sie verlassen sich vor allem auf ihre Bögen. Sie sind exzellente Schützen. Und natürlich schreibt er über den berühmten Umgang der Mongolen mit ihren Pferden. Sie verbringen den Winter in den Steppen und wärmeren Regionen, wo es gute Weidegründe für die Tiere gibt. Interessant ist, dass sie Stutenmilch trinken. Sie verzehren jedes Milchprodukt. Die haben rund 22 verschiedene Milchprodukte wie Käse oder Joghurt. Richtige Milchessermenschen. Das war echt einer der Höhepunkte unserer Reise. Also oft fragen mich Leute von all den Ländern, in denen du warst, wohin würdest du zurück wollen? Die Mongolei ist weit oben auf der Liste. Marco Polo bekam von Kublai Khan den Auftrag, das große mongolische Reich kreuz und quer zu bereisen. So standen nicht nur große Städte und verbotene Wüsten, sondern auch diese Reiseetappe auf dem Plan. Tibet. Also, du bist monatelang in der Wüste. Alles beige in beige. Und vielleicht noch ein bisschen beige. Und dann plötzlich bist du in dieser Stadt. Das ist wie im Farbfilm. Sie tragen Rot und Gelb, Korallenketten und Bernsteinschmuck. Marco Polo schrieb, sie sprechen eine eigene Sprache und nennen sich selbst Tibeter. Korallen erzielen einen hohen Preis, denn sie werden weiblichen Göttern mit großer Freude um den Hals gelegt. Sie richten die prächtigsten Feste für ihre Götter aus, mit den großartigsten Gesängen und Beleuchtungen, die man je gesehen hat. Sie haben riesige Klöster, bewohnt von 2000 Mönchen, die besser gekleidet sind als andere. Sie tragen Kopf und Kinn glatt rasiert. Ihr nächstes Ziel? Die Insel Sumatra. Polo und seine Begleiter hatten dank Kublai Khan eine royale Überfahrt im größten Frachtschiff dieser Zeit. Laut Marco Polo setzten sie Segel in einer Flotte von 14 Schiffen, jedes davon mit 4 Masten und nicht weniger als 12 Segeln. Marco Polo erzählt, dass er dort 5 Monate gestrandet war, weil die Monsunwinde gedreht hatten und er nicht weiter nach Westen kam.
Dann beschreibt er noch die Leute dort, als Wilde, als Kannibalen. Es gibt sogar eine berühmte Zeichnung in einem seiner Bücher. Die ist ein bisschen lustig, denn im Mittelalter haben sie alle Asiaten wie Europäer dargestellt. Da sind also diese Typen mit weißen Bärten und europäischer Kleidung und sie essen scheinbar Arme und Beine. Kannibalismus ist von Sumatra längst verschwunden. Aber Dennis und Francis entdecken Spuren aus dem 13. Jahrhundert auf der indonesischen Insel Siberut, wo sie bald einem weiteren Meilenstein ihrer Reise begegnen werden. Eine längst verlorene Welt. Und Papa hier ist klasse. Wir wohnten bei seiner Familie. Er ist ein Schamane, ein heiliger Mann. Ein Medizinmann. Marco Polo beschrieb die Fertigkeit der Einheimischen in der Kunst des Tätowierens. Mann und Frau haben ihren ganzen Körper mit Bildern bedeckt, die mit Nadeln gemacht werden, in solch einer Weise, dass sie dauerhaft sind. Und je aufwendiger jemand dekoriert ist, desto großartiger und attraktiver wird er erachtet. Als er sie fragte, warum sie dies tun, sagten sie, dass sie sich ohne die Tattoos nackt fühlen würden. Das ist wie eine Art Kleidung für sie. Wir waren ja mehrere Wochen dort und ich habe auf sie eingeredet, mir ein Tattoo zu machen. Sie haben dauernd Ja, Ja gesagt und ich habe nicht geglaubt, dass ich noch eins bekomme. Ich habe den Typ beobachtet, der ihm das Tattoo gemacht hat und ich saß da und dachte, Mensch, der kriegt Hepatitis oder sowas. Er geht daran zugrunde. Sie haben was wie schwarzen Ruß, Asche vom Feuer genommen, Kohle oder sowas. Ja. Und er hat das mit Wasser gemischt. Öl. Und eine Art Öl von einer Pflanze und machte daraus Tinte und er hatte diesen Stachelrochendorn. Ja, es war so eine Art natürliche Nadel, die er am Ende eines Stockes hatte. Die Nadel tauchte er in die Tinte und dann hatte er einen weiteren Stock, mit dem er klopfte. Die Nadel war wie freischwingend an diesem Stock. Es machte Klopf, Klopf, Klopf. Und ich... Wirklich? Und er wischte das Blut mit seinem dreckigen Lappen weg. Und ich schaute ihn an und dachte, was machst du da, Mann? Das wird böse enden. Ich mag das Design. Er sagt, es wird sich ausbreiten. Nachdem ich es hatte, dachte ich, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Sieht schrecklich aus. Aber es ist wirklich mein liebstes Stück. Weil es echt ist. Es ist echt. Ein weiterer Meilenstein erwartet Dennis und Francis. Mit Geografie und Kompassnadel. Als wir durch die Straße von Malakka fuhren und nach Westen drehten, stand die Abendsonne am Horizont und wir mussten uns beide eingestehen, wow, jetzt geht's zurück. Das ist jetzt wirklich die Rückreise nach Venedig. Vorher hatten wir uns 1,5 Jahre Richtung Osten gehalten, Osten und Süden. Jetzt halten wir Richtung Westen. Es geht zurück. Kurs nach West, Richtung Heimat. Ein Hinweis darauf, dass die Tour nicht für immer weitergehen kann. Aber nicht nur das. Sie können nicht vergessen, dass ihr Weg durch Persien führt, Iran, wo sich für Dennis und Francis sehr bald zeigen soll, ob ihre Reise erfolgreich enden würde oder nicht. Für 1,5 Jahre schwebte das Damoklesschwert über uns. Nie wussten wir, ob all die Anstrengungen, Zeit und Energie und all die Hoffnungen und Träume, die wir in das Projekt gesteckt hatten, umsonst waren. Oder ob wir es irgendwie schaffen würden, das doch durchzuziehen. Alles hing vom Visa für den Iran ab. Aber vor dem Iran liegt noch Indien. Und als sie auf den Hafen von Madras zufahren, vergessen sie ihre Sorgen über die Erlaubnis, nach Iran einreisen zu dürfen. Ihr Problem jetzt, wie kommen sie von dem Schiff? 20. Oktober. Indien ist in der Ferne sichtbar. Wir haben hier draußen geankert. Laut Kapitän dauert es 3 bis 4 Tage, bis wir einen Platz im Hafen von Madras bekommen. 31. Oktober. Welch ein bürokratischer Albtraum da entstanden ist. Sie verhören uns zu unserem Reiseplan und wollen exakt wissen, welchen Film wir drehen. Welchen Unterschied macht das? Wir haben gültige Visa. Lasst uns einfach von Bord. 1. November.
endlich die Erlaubnis, als Mitglied der Crew auschecken zu dürfen. Einzige Bedingung, wir müssen das Land in 72 Stunden wieder verlassen. Das gibt uns 3 Tage Vorsprung, um im Subkontinent verschollen zu gehen. Die müssen uns erstmal kriegen. Indien ist lebendig. Hier stehen 1000 Jahre alte Tempel und Leute beten immer noch daran. Es ist nicht vergleichbar mit Ägypten, mit den Pyramiden, mit dieser alten Kultur, die nicht mehr existiert. Hier in Indien gibt es diese Tempel, in denen die Menschen immer noch beten. Da denkt man, wow. Und überall das Echo von Marco Polos Worten. Er sagte, dass die Einheimischen keinem Seemann trauen könnten. Denn es heißt, dass jemand, der zur See fährt, ein Verzweifelter sein müsse. Wir entdeckten hier in Indien viele Beschreibungen von Marco Polo, viel schneller als woanders. Polo schrieb auch über indische Gottheiten. Sie haben Götter mit einem Kopf aus 4 Gesichtern und manche mit 3 Köpfen, einer am richtigen Platz und je einen auf der Schulter. Manche haben 4 Hände, manche 10 und manche 1000. Außerdem beschrieb er die Bräuche der Menschen, denen er begegnet war. Sobald ein Kind geboren ist, lassen Vater und Mutter den Hergang der Geburt aufschreiben. Denn sie lassen sich bei all ihrem Tun vom Rat des Astrologen leiten oder des Wahrsagers, der ausgebildet ist in Zauber, Magie und Geomantie. »19. Dezember. Zu Weihnachten wünsche ich mir nur 2 Visa für den Iran. Wie ein Déjà-vu hängen wir seit Wochen fest und die Iraner führen uns an der Nase rum.« »Wenn wir es nicht in den Iran schaffen, warum machen wir uns so fertig? Warum nehmen wir all das auf uns? Lass uns einfach zum Strand in Goa gehen und abhängen und ein bisschen bräunen, vielleicht ein paar Mädels treffen.« »Katastrophal. Nichts hätte mehr Spaß gemacht.« Wir blieben im Vertrauen an unserem Traum und haben Tag für Tag unseren Job gemacht, in der Hoffnung, dass es nicht umsonst ist. Dass, wenn wir uns im wahrsten Sinne auf den richtigen Weg begeben, sich Türen magisch öffnen, die verschlossen schienen. Gut, manchmal musst du sie auch eintreten. Wir entwarfen einen gefährlichen Plan. Wir geben ihnen noch 1 Woche für unsere Visa, ansonsten kreuzen wir nochmal Afghanistan, nutzen unsere dortigen Kontakte, um uns in den Iran zu schleichen. Danach schmuggelt uns der kurdische Untergrund durch die Berge und zurück in die Türkei. Das ist völlig irrsinnig und ich will nicht wissen, was passiert, wenn sie uns erwischen. Aber bevor sie sich unter Risiko in den Iran schmuggeln, entscheiden sich die beiden für einen allerletzten Versuch. Sie zweigen von Polos Route nach Pakistan ab und richten eine verzweifelte Bitte an den iranischen Botschafter. Tag für Tag gingen wir in den nächsten 2 Wochen zur iranischen Botschaft. Und der Typ hinterm Schreibtisch lachte uns aus. Er sagte etwa, keinesfalls unter keinen Umständen bekommt ihr ein Visum. Das ist einfach unmöglich. Und dann eines Morgens klingelte das Telefon. Hallo? Und er sagte, kommt sofort in die Botschaft, euer Visum wartet auf euch. Hey, wir sind im Iran, im Süden. Sie sagten uns, als wir unsere Visa bekamen, ihr seid im Grunde die ersten Amerikaner, die hier rein dürfen, seit 1979. Wir geben euch keine 3-Tages-Touristen-Transit-Visa. Ihr bekommt einen ganzen Monat, um eure Reise fortzuführen. 7 Jahrhunderte zuvor kannte Marco Polo den Iran als ein sehr großes Land mit 8 Königreichen. Er beschrieb eine erstaunliche Technologie. Das Klima ist so heiß, dass ihre Häuser mit Lüftungen ausgestattet sind, um den Wind einzufangen. Die Lüftungen werden in Richtung des Windes geöffnet und der Wind kann so ins Haus wehen. Februar 11. Heute ist Jahrestag der Islamischen Revolution, in der der Schah gestürzt, Khomeini als Anführer eingesetzt und die amerikanische Botschaft gestürmt wurde. Als wir an dem Morgen aufwachten, hörten wir Leute an unserem Hotel vorbeiziehen auf dem Weg zum Marktplatz. Wir versuchten uns der Menge zu nähern, die Kamera dabei.
Jede Zelle in unserem Körper sagte uns, geh in die andere Richtung. Aber wir liefen einfach mit. Wir wussten, wir müssen mitten auf den Platz. Als wir zu dem Platz zogen mit Tausenden von Leuten, die den Tod Amerikas forderten, die Flagge verbrannten und das Bild des Präsidenten, wurden wir erkannt. Manche fragten uns, woher wir stammen, und schauten erstaunt, als wir es ihnen sagten. Und Dennis unterhielt sich mit einem Typen und sagte, wir stammen aus dem bekanntesten englischsprachigen Land der Welt. Er sagte, ah, Australien. Nein, es ist groß und reich und machtvoll. Er sagte, ah, England. Wir sind das berühmteste Land der Welt. Ah, englischsprachige Land der Welt, vielleicht Neuseeland? Kanada? Kanada, so ähnlich. Keiner wollte glauben, dass wir richtige Amerikaner sind. Was aber wirklich unsere Aufmerksamkeit erregt hat, war die Beeinflussung der Kinder durch das Regime. Junge Seelen, die auf Feindschaft getrimmt werden. Aber tatsächlich fühlte ich mich persönlich nie bedroht. Wenn wir ein Stück vom Marktplatz mit den TV-Kameras und der tobenden Menge entfernt waren, schienen die meisten Leute einfach froh, einen Tag frei zu haben. In Wirklichkeit gehören die Iraner zu den nettesten und gastfreundlichsten Menschen, die uns begegnet sind. Anfang des Jahres 1995. Sie sind nun fast 2 Jahre unterwegs. Und als sie den Iran verlassen, wissen Dennis und Francis endgültig, dass sie es geschafft haben. Allen Widrigkeiten zum Trotz haben sie ihr Ziel erreicht. Sie sind auf den Spuren von Marco Polo gereist. Als wir vom Iran in die Türkei kamen, war es fast schon zu offiziell. Die Leute reihten sich am Straßenrand auf und wir schüttelten jedem die Hände, immer den Berg Ararat im Hintergrund. Dann packten sie uns auf ein Schiff und wir segelten nach Venedig. Ich bin's, Marco Polo, zurück daheim. Wir hatten einen unglaublichen Empfang. Sie gaben uns eine königliche Gondelregatta den Canale Grande runter, direkt zum Markusplatz. Die Glocken vom Markusdom läuteten uns zu Ehren, als wir dort an Land gingen. Es war großartig. Einfach klasse, wunderbar, aber auch traurig, weil das Ende nahte. Ich wollte nicht, dass Schluss ist. Ich wollte noch ein paar mehr Länder entdecken. Wir hatten all die Sachen gesammelt. Marco Polo erzählt, er berichtete von Dingen, die er während seiner Reise gesammelt hat. Und mitgebracht hat. Samen der Sago-Palme in Sumatra. Er beschreibt Fliegenwedel aus Jackschwänzen. Wir haben die gleichen Sachen gesammelt. Auch Papiergeld? Ja, Papiergeld. Alles, was er schrieb, was er mitgebracht hat, versuchten wir auch mitzubringen. Und wir zeigten sie dem Bürgermeister von Venedig. Ich hatte meinen afghanischen Hut auf und der Bürgermeister sagte, ich hätte gern deinen Hut. Und ich antwortete nur, Mayo. An dem Abend gaben sie einen Gala-Empfang für uns mit Bürgermeistern, Touristen, unseren Eltern und unserer ganzen Familie. Der Bürgermeister stand auf, hielt eine Rede und fragte, was können wir für euch beide tun, die ihr so viel zu unserer Geschichte beigetragen habt. Und wir hatten nur einen Wunsch, endlich den Originalreisebericht Marco Polos sehen. Des 13. Jahrhunderts wurde ein Buch geschrieben, das die Geschichte der Menschheit verändern sollte. Demnach war sein Autor der weitgereisteste Mensch der damaligen Welt. Darin steht: Kaiser, Könige, Fürsten, Ritter und Bürger, ihr alle, die ihr wissbegierig seid, die ihr die verschiedenen Rassen und die Mannigfaltigkeit der Länder dieser Welt kennenlernen wollt, nehmt dieses Buch, denn hier werdet ihr all die großen Wunder und Merkwürdigkeiten finden über Persien, das Land der Tataren, Indien und über viele andere Länder. Zusammengetragen von Marco Polo, edler Bürger von Venedig, der all dies mit seinen eigenen Augen gesehen hat.
Bis heute diskutieren Gelehrte über Marco Polos Berichte zu dieser großen Reise, die er mit seinem Vater und seinem Onkel unternahm. Hat dieser edle Bürger von Venedig es wirklich bis nach China und zurück geschafft? Verbrachte er Jahrzehnte im Reich des großen mongolischen Herrschers und Kaisers Kublai Khan? Zwei Bürger von Queens, New York, wollten das jetzt herausfinden. Zwei ganz normale Typen, die etwas Außergewöhnliches vorhaben. Zwei Jahre in besonderer Mission, alles zurücklassend, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Einfach dadurch. Bing, bing, bing. Hier dann. Ihre Namen? Das nächste Land auf Marco Polos Pfad nannte sich zu seiner Zeit Persien, das heutige Iran. Ohne diplomatische Beziehungen zwischen dem Iran und den USA war das Land praktisch dicht für Amerikaner. Aber Dennis und Francis haben vorausgeplant. Noch vor ihrer Abreise erklärten sie dem iranischen UN-Botschafter in New York, ihr Trip sei nur historisch und nicht politisch motiviert. Er war sehr freundlich und angetan von unserer Idee. Eure Visa werden auf euch in Ankara warten, sagte er. Und wir glaubten ihm das. In Ankara gingen wir dann in die iranische Botschaft, wo man uns sagte, wir haben nie was von euch gehört, Jungs. Jeden Tag gingen wir zur iranischen Botschaft. Und dann schließlich, nach 6 nervenden Wochen, in denen wir dort festsaßen, sagten sie, nein. Es war katastrophal. Schluss, aus, das Projekt am Ende. Wir hätten einpacken können und heimreisen. In einem billigen Hotel in Ankara, nur 3 Monate nach dem Beginn der Reise, in denen sie nur 3 Länder gesehen hatten, werden Dennis und Francis mit der Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert. Inspiriert von der Art, wie Marco Polo seine Geschichte erzählt hatte, ändern sie ihren Plan. Keine starre Reiseroute mehr. Polos Bericht ist mehr eine Beschreibung der Welt. Marco Polo beschrieb, wie sein Vater und sein Onkel die Stadt Bukhara im heutigen Usbekistan besuchten. Dennis und Francis würden nun diesen Weg nehmen. Später würden sie auf Biegen und Brechen. Uns das Ehrenwort. Egal was passiert, nur unter 2 Bedingungen kehren wir in die Vereinigten Staaten zurück. Tot oder erfolgreich. März 1993. Marco Polos Startpunkt in Venedig ist natürlich auch der Anfang ihrer Reise. Hier liegt der erste Meilenstein ihrer Unternehmung, das Archiv der Stadtbücherei. Marco Polos letzter Wille und Testament ist das einzige uns bekannte Dokument, das er wirklich in Händen hatte. Er hat dieses Papier tatsächlich berührt. Für uns war das wie der Heilige Gral. Wir wollten es berühren, es sehen. Sie wiegelten uns ab, echt niederschmetternd. Als wir die Treppen der Bücherei runterstiegen, sagten wir uns, in 2 Jahren reichen sie uns Marco Polos letzten Willen auf dem Silbertablett. Eben noch Cappuccinos und jetzt sind wir echt aufgedreht. 6 Uhr morgens, es geht los. Marco Polo! Das moderne Israel, das heilige Land. Die erste Station von Marco Polos Route. Auf seiner Reise hat Marco Polo heiliges Öl aus der Grabeskirche genommen. Den Überlieferungen nach das Grab Christi. Dennis und Francis nehmen ebenfalls dieses Öl mit. An einem orthodoxen Ostersonntag. Was? Dennis Béliveau und Francis O'Donnell. Sie sind keine Wissenschaftler, auch keine Historiker. Weder Museumsleute noch Studenten. Es gibt keine Aussicht auf Ruhm und bezahlt werden sie auch nicht dafür. Ihr großes Abenteuer beginnt Anfang der 90er Jahre, mit Anfang 30. Dennis war ein Hochzeitsfotograf und Francis ein Veteran der US Marines. Sie haben ein paar Sponsoren, darunter auch Firmen, die ihnen Kameras, Filme und eine Videoausrüstung stellen, die heute schon lange überholt ist. Aber vor allem sind sie alleine. Einfach 2 Kerle, die diese Tour ihrer Leidenschaft wegen machen.
Kunst, Geschichte, Kultur. Und sie lieben das Abenteuer. Sie werden versuchen, was zuvor noch niemand getan hat: Marco Polos gesamte Route nachzureisen. Etwa 40.000 Kilometer nach China und zurück. Durch verbotene Bergregionen, einsame Wüsten, wundersame Städte und gefährliche Kriegsgebiete. Ihr einziger Führer ist Marco Polos Reisebericht. Und sie haben sich noch ein paar eigene, simple Regeln gesetzt. Jeden Ort, der zu Marco Polos Beschreibungen passt, werden sie auch dokumentieren. Sie reisen nur zu Land und zu Wasser. Fliegen war Polo unbekannt und scheidet aus. Und egal was passiert, sie kehren nicht um. Wir gaben für ein Bild. Der Patriarch von Jerusalem kommt aus dem Gewölbe und hält die Kerzen im Gedränge. Das noch sehr lebendige Heilige Land beflügelt ihre Fantasie. Diese Inspiration begleitet sie auf dem Weg Richtung Anatolien, in die heutige Türkei. Wir versuchten, uns auf das 13. Jahrhundert einzustellen. Gab es eine Telefonleitung, haben wir versucht, sie auszublenden. Wenn ein Auto vorbeifuhr, beachteten wir es nicht. Andere Touristen, Fremde nahmen wir nicht wahr. Wir wollten versuchen, die ganze Reise so zu gestalten, als ob wir in Marco Polos Welt leben würden. Zum Beispiel, als wir in Ayas ankamen. Jetzt ist es nur ein kleines Fischerdorf, aber als wir dort standen, kam es uns vor wie der Hafen von New York zu jener Zeit. Die europäischen Schiffe kamen wohl wegen all der Waren aus Asien und um die Karawanen hier abzusetzen. Es war damals bestimmt ein sehr geschäftiger Hafen. Die Reise verläuft locker. Zwei Typen auf ihrem Trip, nur dass dieser Trip auf der berühmten Seidenstraße stattfindet. Sie besuchen Karawansereien, eine Art mittelalterliche Hotels entlang der Route, in denen Marco Polo sicherlich auch Rast gemacht hat. Hier konnten die Händler übernachten, während ihre Packtiere sicher untergebracht waren. Wir begannen einen Brauch, den wir die ganze Reise über beibehielten. Wir versuchten, in die örtliche Presse zu kommen. Sie berichtet in deren Sprache. Das machte ich offiziell. So waren wir nicht nur Touristen. Leute sprachen uns auf der Straße an. Hey, Marco Polo, Jungs, Marco Polo! Es öffnete uns Türen.